Warum ist er jetzt im Wald? Scheißspiel. Ding, kommt es schon morgen oder was? Cyberpunk. Ja, Spaß. Warum fragst du mich dann? Ich dachte, du hast nicht verstanden, weil du so drauf gewohnt hast. Was? Du hast gerade da drauf gezeigt und wolltest wissen, was. Nee, ich habe gesagt, was denn, Sugi? Was verstehst du daran nicht? Ja, Cyberpunk. Ja. Du wusstest es nicht. Ich wusste es. Nein, du wusstest es nicht. Doch. Morgen kommt das Update, das DLC kommt nächste Woche Dienstag. Ach so. Da, Zamitros. Zamtrios. Zamitros oder Zamtrios? Zamtrios. Zamitros hört sich nämlich richtig an. Das ist ein Lagombi-Ei. Das könnte Zamtrios sein. Du nimmst aber das mit. Toll. Das ist, glaube ich, ein Kurupeko. Au. Ich will Monster Hunter Now spielen, Maxi. Übrigens, an alle, die es nicht mitbekommen haben, wir werden ja Monster Hunter Now streamen irgendwann. Und ich habe ja mal geguckt, wie viel Datenverbrauch das benötigt. Es sind 500 MB in der Stunde. Das ist viel. Wir sind inzwischen Level 37 in Monster Hunter Now, ja genau. Monster Hunter Now. Hast du noch mal probiert? Weißt du, was das Witzige ist? Ich wollte nur Jean eigentlich vorhin fragen, ob er eine Ahnung hat, ne? Aber dann war ich so beleidigt, dass ich keine Lust hatte. Aber jetzt hat er gerade geschrieben, schau. Gib mir mal mein Handy, ich muss dir mal kurz schreiben. Na gut. 500 MB in der Stunde ist ziemlich krass. Ja.
Herz. Hat auch was Neues gelernt. Boah, es verbraucht schon eine richtig große Menge Akku. Wie viel genau in der Stunde hast du drauf geachtet? Ich hatte, als wir angefangen haben zu streamen, hatte ich 50% Akku und am Ende hatte ich noch, glaube ich, 13. Achso, was Monster Hunter Now in der Stunde frisst, das weiß ich nicht, aber mit Stream war es sehr viel. Mit Stream war Monster Hunter Now, wie gesagt, in der Stunde habe ich, 37% Akku geloost. Ich denke, das kommt auch immer ein bisschen auf das Handy an. Aber wenn du eine Powerbank hast, dann ist eine Powerbank wahrscheinlich schon zu empfehlen. Wie weit bist du im Monster Hunter Now? Shake a tail, buddy! Kuon Village, here we come! What? Hmm? Why are you playing around here? Oh, I get it. This is your first time seeing snow. See, the trick to keeping your footing is... Well, it's a... to not do that. So, yeah, stay on your paws, okay? Is now really the time to play around? Let's get back on track! Is something wrong? Huh? The village is right up ahead! Huh? What's that? Look at that! So it's happening here too. Those eyes. Yikes, it's a Zamtrios! Looks like this one's gone berserk too. You ready, buddy?
Zudem führt daran jetzt kein Weg vorbei. Es gibt also auch hier draußen Zorn. Zorn ist verstrahlte Monster. Es liegt jetzt an uns, Zeit uns die Katzenschmutze zu machen und den Kampf aufzunehmen. Wir probieren mal Technik aus. Okay, er macht Technik. Das heißt, wir machen Kraft. Wechseln wir unser Monster. Oh, wir können Ratter verwenden. Obwohl er erst Level 12 hat. Naja, wir probieren es mal aus. Der kann auch gar nichts mit Feuer, der Ratter. Er hat sich mit Eis bedeckt. Das bietet nicht nur Schutz. Vielleicht greift er jetzt auch mit anderen Angriffen an. Das heißt, vielleicht. Dann wechseln wir unser Monster und gehen auf Technik. Jetzt. Wir haben das richtige Monster gewählt. Envy Pookie. Wieso greift er mit Kraft an? Damit. Auch noch nicht heilen. Wo ist der Begleiter abgeblieben? Der musste weiterhin das Dorf beschützen. Der konnte leider nicht mitkommen. Hat sich einfach abgesondert. Ah, ich kann aber einmal reiten. Alvin hieß der. Und die Chipmunks. Genau. Und wir haben das Mädchen noch mitgenommen. Die wollte unbedingt noch mit. Ja, aber er ist im Dörfchen geblieben. Okay, wir werden jetzt einfach direkt unter Bindungs. Oder? Ich weiß es nicht. Ne, wisst ihr was? Wir machen einmal Technik, weil ich glaube, der wird jetzt wieder Geschwindigkeit machen. Nein! Verdammt. Hoffentlich macht das jetzt nicht so viel Damage. Es geht. Okay. Dann machen wir einmal Geschwindigkeit und hoffen, dass wir unsere Bindungssteine auf 2 bringen können. Gut. Und ja, dann machen wir jetzt unsere Bindungsfähigkeit, sonst überleben wir das alles nicht. Shit! Oh, ein Leben! Aber wir konnten jetzt nicht unser Ding machen, ne?
Wir waren gerade geradet, ich hab's gar nicht mitbekommen. Guten Abend, Manu. Vielen Dank für dein Raid. Dankeschön. Guten Abend, Manu. Danke für dein Raid. Legit, alles klar. Hallo, Legit. Hallo, Sven. Hallo, Games. Wie geht's euch denn? Danke für dein Raid, Manu. Wie kam es, dass du heute gestreamt hast an einem Mittwoch? Ich war schon schockiert, aber ich war natürlich... Sehr gut geht's, Games. Wunderschön. Okay, Frostfang. Wie geht's euch allen denn so? Hier jetzt Genki Dam. Wie war dein Stream? Wie viel Alas hast du gemacht? Hast du eine neue Bestzeit? Freust du dich auf morgen bei der TGS? Auf die TGS? Wir tauschen jetzt einfach Pookie ein, weil wir jetzt nicht heilen wollen. Ich weiß nicht, was er macht. Technik, verdammt. Wir müssen auf Kraft gehen. So. Ach, guck mal, sie hat eine Palumo-Waffe. Das war auf jeden Fall ein guter Plan, wenn du Spaß hattest. War sehr schön. Wunderbar. Chillige Hans. Wie ist der Stream bisher? Ja. Super. Wir kommen voran. Wir kommen voran. Okay, jetzt hat er wieder den Eismantel. Ich mag Zamtrios voll gerne. Technik, wir brauchen Technikmonster. Mein Pookie Pookie ist tot. Wir probieren es mal mit Paulumo. Danke für dein Raid, Manu. Wir hoffen, dass wir jetzt nicht zu sehr aufs Maul bekommen. Ich würde ja auch mal gerne die Palumo-Fähigkeit sehen, ehrlich zu sein. Ja, nein, wir können sie noch nicht machen, oder? Uns fehlt ein ganz kleines Fitzelchen. Und jetzt ist er tot, schade. Also ich finde Zamtrios eh mega geil. Ich weiß nicht, ich habe den das erste Mal, also aufgefallen ist er mir das erste Mal in Ultimate 4, glaube ich. Also ich hatte den schon vorher, glaube ich, mal gesehen. Ich weiß es aber einfach nicht mehr. Und das erste Mal ist er richtig aufgefallen im Ultimate 4. Und da dachte ich schon, boah, was ist das Monster? Ist das nicht die Olle aus dem ersten? Ja! Das ist doch die Olle aus dem ersten, die am Anfang so eine, die...